Ja, das Bröhan-Museum ist auch ein Museum für Art Deco und das wird hier in diesem Raum gezeigt. Wodurch unterscheidet sich eigentlich Art Deco von Jugendstil? Es ist in gewisser Weise die Weiterentwicklung des Jugendstils. Vor allem in Frankreich. Nach dem Ersten Weltkrieg war eben die Frage, wie sieht nun eine angemessene Gestaltung aus? Und in Frankreich entsteht dann eben für diese neue Gestaltung, die sich nach dem Ersten Weltkrieg etabliert, der Begriff Art Deco. Es geht zurück auf die Ausstellung Exposition des Arts Décoratifs 1925, die dieser neuen Gestaltung den Namen gegeben hat. Dekorative Kunst ja eigentlich. Dekorative Kunst, angewandte Kunst in Frankreich, auch in Fortsetzung eigentlich der französischen Tradition, eine sehr handwerklich orientierte Kunst, die aber nun diesen floralen, weichen Stil des Jugendstils überwindet und viel stärker auf geometrische Formen, vor allem Quadrat, Kreis, auch die Stromlinienform, diese Form thematisiert in ihrer Gestaltung und sie vor allem in Frankreich verbindet mit einer absolut edlen, mit edlen Materialien, edler Verarbeitung, Silber, Elfenbein, sehr teure Objekte, Sammlerstücke entstehen dort in den 20er Jahren. Die Museen konnten das in den 20er Jahren nicht erwerben. Erstens, weil es vom Erbfeind aus Paris kam, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Und zum anderen, weil diese Dinge sehr teuer waren und eben die deutschen Sammlungen in der Zeit kein Geld hatten, französische Objekte zu kaufen. Da kommt uns wieder eben die Frankreich-Liebe von Herrn Bröhan zu Hilfe. Er hat diese Dinge sehr früh geschätzt. Er hat den französischen Jugendstil geliebt und er hat deswegen eben auch das französische Art Deco geliebt und die Dinge zu einer Zeit gekauft, wo man sie noch kaufen konnte. Nochmal zu diesem Gebäude selbst, das Bröhan-Museum. Was war das früher eigentlich hier für ein Gebäude? Es schließt ja so ein bisschen an diesen Schloss Charlottenburg-Komplex an, auch farblich. Es gehörte dem Ensemble des Schloss Charlottenburg und war für das Garderegiment vorgesehen. Die beiden Bauten, wo jetzt Scharf-Gerstenberg und Berggrün-Museum drin sind, das waren die Offizierscasinos, die Stühlerbauten. Und das Bröhan-Museum war für die Mannschaften gedacht. Und in dem Raum, in dem wir jetzt stehen, das war der alte Speisesaal. Seit wann ist das Bröhan-Museum hier drin? Der Beginn war Anfang der 80er Jahre, wo wir die erste Etage, das Erdgeschoss bezogen haben. Dann kam irgendwann das dritte Stockwerk hinzu, als letztes die erste Etage. Und jetzt bemühen wir uns noch, die zweite Etage auch zu bekommen, wo das Rathgen-Forschungslabor noch beheimatet ist, um dann eben unsere Sammlung im ganzen Haus präsentieren zu können, um noch mehr aus unseren Depots zeigen zu können und das mit den Wechselausstellungen in einen interessanten Dialog zu setzen. Im Bröhan-Museum gibt es eine neue Sonderausstellung, die heißt Kala Kreativ. Herr Hoffmann, das hat jetzt nichts mit Jugendstil zu tun, würde ich sagen. Jein. Jugendstil bedeutet auch Kreativität, Kreativität der Jahrhundertwende. Jetzt sind wir im 21. Jahrhundert angekommen. Die Ernst-Reitl-Stiftung, die von dem ehemaligen Besitzer von der Firma, Porzellanfirma Kala, gegründet wurde, ruft alle 4 Jahre einen Workshop aus, wo junge Gestalter und Künstler eingeladen werden, ein Jahr nach Thüringen in die Kala-Fabrik zu kommen, das gesamte Equipment dieser Fabrik nutzen zu können, um nun völlig freie Entwürfe mit dem wunderbaren Material Porzellan fertigen zu können. Wir zeigen die gesamten Workshop-Ergebnisse. Das dockt natürlich bei uns im Haus sehr gut an, weil wir eine große Porzellansammlung haben und so eben einen großen Bogen vom Porzellan der Jahrhundertwende bis in die Gegenwart schlagen. Und mich hat eben gerade diese Experimentierlust an diesem Workshop gereizt, mal zu zeigen, was mit dem Porzellan alles möglich ist und dass eben auch nach so vielen Jahrhunderten der Porzellangestaltung, der Porzellanproduktion in Deutschland immer noch sehr viel Spielraum für Innovationen ist. Natürlich ist so ein, ja, ein,
ein Workshop, ein Gedankenstream, der in so einem Workshop stattfindet, immer für jede Fabrik interessant. Zum Teil werden dann Objekte 1:1 produziert von der Fabrik. Zum Teil schaut man sich natürlich auch an, was sind da überhaupt für neue Ideen entstanden und wie können wir das vielleicht für unsere eigene Produktion und für unsere eigenen Designer partiell oder als Ganzes nutzbar machen. Wie viele Künstler haben an diesem Workshop eigentlich teilgenommen, Herr Hoffmann? Es sind 8 Teilnehmer. Der Workshop wurde international ausgeschrieben. Die konnten sich bewerben, die jungen Gestalter, und eine Jury hat dann eine Reihe oder eben 8 Teilnehmer ausgewählt. Und hier in diesem Raum kann man so ein paar unterschiedliche Arbeitsweisen verfolgen. Hier haben wir schon eine gesehen mit Steinen. Genau, das ist eine junge isländische Gestalterin, die nun Dinge erstmal mitgebracht hat aus Island, nämlich sie hat typische Steine, diese Geysire aus Island, die kennt man ja, und diese steinige Landschaft, und sie hat diese Steine mitgebracht und hat mit diesen Steinen experimentiert. Nun zum Teil eben traditionelle Kala-Produkte aus der Serienfertigung, ja, mit diesen Steinen bombardiert oder wie immer man das nennen will. Eben also irgendwie Island ist in Kala eingeschlagen und die Steine wuchern plötzlich über die Formen des Kala-Porzellans. Das eine Beispiel und das andere Beispiel, dass eine Gestalterin erstmal analysiert, wofür steht Kala, wofür ist Kala berühmt, und da ist ihr dieses Blau des Zwiebelmusters aufgefallen und sie hat dann angefangen oder es hat sich von dieser Farbe begeistern lassen, dieses Blau aufgegriffen, das Blau fließen lassen, Drip Painting auf den Tellern gemacht, die Tropfen fallen lassen oder eben als zweites Objekt sich an technischen Geräten der Porzellanproduktion oder von denen begeistern lassen und wirklich so ganz einfaches Handwerkszeug 1:1 im Porzellan umgesetzt und damit eigentlich die Produktion des Porzellans durch das Porzellan selber ästhetisiert. Ja, die Entwürfe, die wir bisher gesehen haben, die könnte man sich ja doch schon in irgendeiner Form im Handel tatsächlich auch vorstellen. Was wir jetzt hier sehen, wahrscheinlich eher nicht. Zumindest nicht in der klassischen Fabrik. Wunderbar kreative Entwürfe, sehr verrückte Entwürfe, die Lust haben, das klassische Material Porzellan mal poppig zu hinterfragen. Ein Materialmix aus gegenwärtigen Produkten wie Neonschnüren oder Schuhbändern, die mit dem Porzellan kombiniert werden, die mit Porzellan übergossen werden und im Brennprozess im Ofen verglüht dann dieses herkömmliche Material, aber natürlich die Form, die Formensprache dieser materialfremden Objekte oder materialfremden Materialien bleiben erhalten und so entstehen ganz lustige Hybride aus klassischem Porzellan und Dingen der Alltagswelt. Mir gefällt auch besonders die Halskette. Ja, die Halskette. Glaube ich, das ist der weitest entfernte Kombinationsbogen, der hier gespannt wird. Die Kette selber ist aus einem Kabel, aus einem sehr dicken Kabel mit Gummikabel, schwarzen Gummigabel. Zusammengesteckt wird das eben aus Stecker und Steckdose. Und das ist wiederum kombiniert nur mit kleinen, sehr freien Porzellanplättchen. Und die Kombination eben von Gummi und Porzellan ist toll. Weißes Gold und schwarzer Gummi, eine wunderbar ästhetische Kombination. Und hier der Tisch da drüben, der zeigt, dass man da auch so ein bisschen Musik machen kann mit Porzellan, sage ich jetzt mal. Ja, das kennt ja jeder vielleicht von sich zu Hause oder von einer Hochzeitsgesellschaft, von jemand eine Rede halten will, dann schlägt er mit dem Messer entweder an ein Glas oder an den Teller und es entstehen Klänge. Auch das eben, die Gestalterin wollte experimentieren, was kann Porzellan alles, was kann man mit Porzellan alles machen. Und natürlich kann man mit Porzellan auch Töne erzeugen. Und das thematisiert sie mit diesen Entwürfen. Sie hat den klassischen Goldrand aufs Porzellan gebracht. Und wenn man nun liebevoll mit dem Finger an diesem Goldrand entlang streicht, dann kommen die Töne, die sozusagen versteckt im Porzellan liegen, erklingen, wie wenn man eben mit einer Gabel zum Beispiel an einen Teller klopfen würde. Machen Sie mal bitte, Herr Hoffmann. Gerne.
Ja, Sie stellen in dieser Ausstellung auch die Fehlversuche aus. Ja, es ist ein Workshop gewesen, wo Gestalter vielfach erstmals mit dem Porzellan gearbeitet haben. Und da geht natürlich auch das ein oder andere schief beim Prozess. Aber uns hat eben gerade auch dieser Versuchscharakter, den diese ganze Ausstellung kennzeichnet, interessiert. Und da gehören dann die Fehlversuche auch mit dazu. Auf der anderen Seite sind es einfach auch lustige Objekte, die auf die Art und Weise entstanden sind. Dass natürlich ja, diese Verrücktheit der perfekten Objekte nochmal toppt und man gar nicht so genau weiß, ob das jetzt nicht auch ein toller Entwurf sein soll oder ob es tatsächlich ein fehlgeschlagener Versuch eigentlich nur ist. Spiegelei, Kartoffelbrei, was wollten Sie denn hiermit ausdrücken, Herr Hoffmann? Ja, hier wird der Workshop fortgesetzt. Hier dürfen unsere Besucher selber kreativ werden. Die Idee ist, ein Gästebuch auszulegen in der Ausstellung. Und dieses Gästebuch ist passend zur Ausstellung aus Porzellan. Es sind Porzellanteller der Firma Kahler. Und wir haben Bleistifte, Buntstifte und Radiergummi bereitgelegt. Jeder darf seine Gedanken zur Ausstellung, zu den Objekten, zum Museum oder zur Not auch, was ihm sonst durch den Kopf saust, hier festhalten und sich verewigen, selber kreativ werden und uns ja, dokumentieren, dass er da war und wie ihm das Ganze gefallen hat. Wie lange ist denn die Ausstellung hier noch zu sehen? Sie ist noch bis Ende Oktober zu sehen. Danach schließen wir für 2 Wochen komplett das Haus, weil wir ein großes Ausstellungsprojekt über die Berliner Sezession vorbereiten, wo dann auf 2 Etagen Bilder zu sehen sein werden und ausnahmsweise mal unsere 3-dimensionalen Objekte etwas zurückgedrängt werden und wir ein ganz großes Projekt vom Impressionismus über den Expressionismus bis zur konstruktiven Kunst und der neuen Sachlichkeit der Weimarer Republik hier im Haus zeigen werden. Dann freuen wir uns darauf. Vielen Dank, Herr Hoffmann, für die Führung hier. Sehr gerne, war mir ein Vergnügen.